Eine Welt ohne Gott? Epheser Kapitel 2, Verse 4 und 5. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Wäre die Menschheit glücklicher, wenn es weder Himmel noch Hölle geben würde, also kein ewiges Leben, keine Auferstehung und auch keinen Gott? Wenn man sein Leben und seine Taten vor niemandem verantworten müsste, wäre das Freiheit, wäre das Unabhängigkeit, wäre das Glückseligkeit? Zumindest erscheint es ziemlich dumm, wenn Gott nicht existieren würde, wenn man nämlich die Vorteile erkennt und versteht. Wäre es nicht das höchste Ziel, viel Spaß zu haben und alles zu genießen, so gut und so oft es geht? Viele leben ja so, aber viele wollen das vielleicht, aber sie schaffen es nicht, in diesem Leben viel Spaß zu haben, alles genießen zu können, frei zu sein, unabhängig zu sein, gesund zu sein. Das ist für viele ein Ziel, was sie nicht erreichen. Es ist ein Trugschluss, dass man glaubt, nur weil man diese Dinge vielleicht sich ersehnt und dafür vielleicht sogar arbeitet, dass das dann der Sinn des Lebens wäre. Das ist keine Freiheit, sondern es ist letztlich die reinste Versklavung und ein einziges trauriges Horrorszenarium, ein Abstrampeln ohne Ziel und die Ungerechtigkeit und der Egoismus der Menschen verhindert, dass letztlich alle das so genießen können, wie es eigentlich gewünscht wird, aber nur die wenigsten sind wirklich unabhängig oder gesund und frei. Und selbst die, die scheinbar alles haben, die werden am Ende ihres Lebens auch mit leeren Händen dastehen und nichts haben und vielleicht mit ihrem Reichtum auch nicht das erreicht haben, was sie sich erhofften. Wo einer Spaß hat, leidet oft der andere. Wo einer Geld verdient, verliert es ein anderer. Wo einer arbeiten lässt, schuftet sich ein anderer kaputt und so weiter. Alles hat seine zwei Seiten. Und obendrein macht einem eben der Tod vorzeitig einen Strich durch die eigene Rechnung, weil irgendwann kommt das Ende, ob man will oder nicht. Wenn jeder sich selbst überlassen ist, ohne Hoffnung und Glaube und Ziel, ist das wie ein Selbstmord auf Raten. Und im Grunde genommen, wenn ein Mensch geboren wird, dann ist das schon der Beginn, auf den Tod hinzuarbeiten, hinzulaufen, hinzugehen, weil am Ende bleibt nur der Tod und für die einen früher, für die anderen später. Es wäre zumindest auch der geistliche Tod, weil man sich nicht um den Geist, sondern nur um das Fleisch kümmert. Und das betrifft jeden Menschen, weil jeder Mensch einmal sterben wird. Ich glaube, die unsichtbare Existenz Gottes und das Gewissen in jedem Menschen schenken uns mehr inneren Zusammenhalt und Hoffnung, als viele zugeben und glauben wollen. Auch die, die es ablehnen, dass es einen Gott gibt. In Prediger 3,11 heißt es, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Und das ist die Wahrheit. Wir Menschen merken ja vermutlich erst dann oder besonders dann, wenn etwas fehlt, dass man davon letztlich sich viel erhofft hat und dann vermisst man manche Dinge auch und hat eine Sehnsucht nach dem, was man doch immer wieder vor Augen gestellt bekommen hat. Und erst wenn das weg ist, dann merkt man, dass da eine Lücke ist, dass man letztlich innerlich keinen Frieden hat. Und manche Menschen am Ende ihres Lebens spüren diese Sehnsucht ganz besonders. Und wenn dann der Gedanke an Gott einem möglicherweise auch Hinweise liefert, dass da etwas ist, was sich lohnt, darüber nachzudenken, dass man daran glaubt, dass es einen Gott gibt, dass man eine Seele hat und dass diese Seele quasi unbefriedigt
ist in jeder Hinsicht, dann wird einem das Evangelium vielleicht auch durchaus etwas sagen können. Dann wird Jesus Christus die Bedeutung bekommen, die ihm auch zusteht. Er ist der Erlöser von Sünde, Tod und Teufel. Er gibt dem Leben einen Sinn. Er schenkt Frieden und Geborgenheit und ewiges Leben. Und wer das am Ende seines Lebens so erfahren kann, für den ist es letztlich einerseits eine große Frustration, weil er sein ganzes Leben lang quasi gottlos gelebt hat und am Ende des Lebens dann vielleicht merkt, dass er vieles verpasst hat. Aber es ist letztlich auch große, große Gnade, wenn jemand am Ende seines Lebens tatsächlich noch zum Frieden, zur Erlösung, zur Vergebung finden kann. Aber darauf darf man sich auch nicht verlassen. Viele haben keine Wahl, keine Möglichkeit mehr, sich zu bekehren, umzukehren, über wichtige Fragen in seinem Leben nachzudenken, weil die Krankheit oder die Demenz oder ein Unfall oder sonst irgendetwas dazwischen funkt. Darum ist es klug, wenn man diese Botschaft hört, egal wie alt man ist, am besten in jungen Jahren, dass man dann auch anfängt, umzudenken, Buße zu tun und an Jesus Christus zu glauben. Ohne Gott hätten wir jedenfalls in dieser Welt reine Anarchie, weil jeder verzweifelt sein Glück suchen würde, koste es, was es wolle. Leid, Krankheit, Trauer und Angst wären absolut sinnlos und nur ein Zeichen dafür, dass man nicht zu den vermeintlichen Gewinnern zählt. Nur die Stärkeren würden überleben und das Gesetz des Dschungels würde gelten. Als Christen erahnen wir wohl ein wenig die Dimension eines gottlosen und somit lieblosen Lebens. Umso mehr dürfen wir dankbar und glücklich sein, dass es einen lebendigen Gott gibt. Das Gegenteil von Glauben ist nicht Unglauben, sondern letztlich in seiner Existenz und in seiner Bedeutung reine, pure Verzweiflung. Für viele Menschen ist Jesus Christus durchaus eine reale Person gewesen. Dieser Jesus ist im Gegenteil zu Buddha, Mohammed oder wem auch immer nach 3 Tagen von den Toten auferstanden und lebendig. Das Grab konnte ihn nicht halten, denn er war Gottes sündloser Sohn. Jesus lebt. Wäre die Auferstehung nicht geschehen, wäre alles umsonst und nur ein mystisches Märchen. Diesen auferstandenen Jesus verkünden die Christen. Viele sind am Kreuz gestorben, aber nur einer kam von Gott und ist von den Toten auferstanden und hat den letzten Feind des Menschen besiegt. In 1. Korinther 15, Verse 21 bis 26 schreibt der Apostel Paulus: Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung, als Erstling Christus, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird, danach das Ende, wenn er alles das Reich Gottes dem Vater übergeben wird, nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt. Denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Psalm 110, 1. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Das Leben ist nicht zynisch und sinnlos für diejenigen, die durch den Glauben an die Auferstehung Jesu Christi, Gottes geliebtes Eigentum geworden sind. Auch wenn wir es wie Jesus auf Erden nicht immer einfach haben. Trotzdem, wir sind durch den Glauben an die Vergebung unserer Sünden mit Christus gestorben und auferstanden. Die Ewigkeit verbringen wir im Himmel bei Gott. Das gibt unserem Leben einen genialen Sinn und ein herrliches Ziel. Was zeichnet die alte Natur vor allem aus? Es ist die Lust am Bösen und die Rebellion gegen Gott. Darum streitet auch das Fleisch gegen den Geist. Galater 5,17. Der neue Mensch hat Freude an Heiligkeit und daran, Gutes zu tun. Zudem weiß er sich von Gott abhängig, von seiner Gnade, seiner Barmherzigkeit, seiner Führung und von seiner Kraft. Der geistliche Mensch weiß, dass er es mit einem allwissenden, allgegenwärtigen und allmächtigen und ewigen Gott zu tun hat, der keine Fehler macht und dessen Motivation Gnade und Liebe ist. Woran könnte man eigentlich merken, dass man nicht wiedergeboren ist?
Vermutlich auch daran, dass man sich darüber überhaupt keine Gedanken macht. Warum wird man als Mensch wiedergeboren? Weil wir es einfach nötig haben, Erlösung zu finden und den Sinn des Lebens zu erkennen und weil Gott den Menschen liebt und überaus freundlich ist. Darum braucht der Mensch sozusagen einen Neustart, einen Neuanfang, aber nicht durch Recycling, sondern dadurch, dass der alte Mensch stirbt und der neue aufersteht. Und genau das ist passiert, wenn wir an Jesus Christus glauben, an seinen Tod und an seine Auferstehung. Der neue Mensch ist ein Mensch Gottes, ein Kind Gottes, der nicht mehr sündigen kann. Woran kann man einen wiedergeborenen Menschen noch erkennen? Er weiß, dass er durch seine Taten und Werke sich vor Gott nicht rechtfertigen kann und seine Seligkeit, Erlösung nicht aufgrund erkaufter Dienstleistungen vollzogen hat. Und das gilt sowohl vor seiner Bekehrung als auch danach. Aber dennoch, er hat den inneren Wunsch und Drang, gute Werke zu zeigen, weil er von deren Nützlichkeit absolut überzeugt ist. Durch die Neugeburt haben wir nun auch ein Gespür für Schuld und Sünde und können das offen und ohne Angst jederzeit vor Gott bringen. Wir wollen nun auch nicht mehr sündigen, sondern Gutes tun und Gott erfreuen, gehorsam sein, auch wenn es uns nicht immer gelingt. Was zählt, ist dieses. Es ist bezahlt und Gott ist treu und er ist gerecht und er vergibt uns unsere Schuld. 1. Johannes 1,9. Die Vergebung der Sünden ist eine Wahrheit, die wir nicht unbedingt fühlen, sondern glauben sollen, für wahr halten sollen, und das dürfen wir. In 1. Petrus 1, Verse 23 bis 25 heißt es: Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen, aber das Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Jesaja 40, 6 bis 8. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Die Neugeburt ist ein Geschenk Gottes, denn wir waren tot in unseren Sünden. In Epheser 2, 4 bis 5 heißt es: Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Mit diesem neuen geistlichen Leben dürfen wir nun praktisch Gutes tun. Die Liebe freut sich über die Wahrheit. 1. Korinther 13, 6. Und Gott ist die Liebe in Person. 1. Johannes 4, 8. Und Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und der einzige Weg zu Gott. Johannes 14, 6. Das Heil und die Seligkeit ist zu uns gekommen, um unserem Leben einen Sinn und ein Ziel zu geben und darauf zu hoffen und Jesus Christus zu vertrauen, das lohnt sich. Lob, Ehre und Dank gehören unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Weil es Gott gibt, gibt es auch noch Hoffnung für diese Welt. Und weil es Gott gibt, dürfen auch wir Christen weiterhin unseren Glauben auch ausleben und vorleben und auch die Worte der Bibel weitergeben, besonders die Worte, die auf Jesus Christus hinweisen, der Sünde, Tod und Teufel besiegt hat am Kreuz von Golgatha, der sein Leben hingegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, nicht ins Gericht kommt, sondern ewiges Leben hat, mit Gott versöhnt ist und Frieden haben darf, einen Frieden, den diese Welt nicht kennt. Johannes 3, 16. Gott segne, behüte und bewahre euch, er stärke euch in eurem Glauben und gebe euch Frieden und Hoffnung jeden neuen Tag. Amen.